Jo Leute, und willkommen zum zweiten Tag hier aus New York. Gestern konnte ich ja nicht besonders viel filmen, also eigentlich gar nichts. Deswegen kam auch gestern kein Video. Aber heute dachte ich mir, filme ich einfach mal ein bisschen. Heute machen wir auch ein bisschen mehr, gehen hier ein bisschen rum, fahren mal nach Manhattan oder so. Und ja, jetzt gehen wir erstmal hier bei uns im Ort ein bisschen rum und davon zeige ich euch jetzt gleich einfach mal ein bisschen was. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Wir sind jetzt nochmal zurückgegangen, hier auf diese Straße, weil wir zu unserem Hotel gehen und uns nochmal eine Jacke holen, weil es anfängt zu regnen. In New York ist jetzt in den ersten beiden Tagen nicht so super Wetter, also es soll regnen. Gestern hat es auch schon geregnet, als wir ankamen. Die nächste Woche soll dann 31 Grad und Sonne werden, da freue ich mich schon drauf. Aber für die, die es noch gar nicht wussten, weil der gestrige Vlog, da habe ich auch ein bisschen was aufgenommen, aber es kam ja gar nicht online. Wir sind in New York, nicht direkt in Manhattan wohnen wir, sondern in Queens, in einem relativ belebten Viertel mit vielen Restaurants und so. Ist eigentlich relativ cool hier. Mit der U-Bahn sind wir in 10 Minuten mitten in Manhattan, also eigentlich alles prima. Ich zeige euch gleich mal eine Stelle, wo man richtig schön die Skyline von hier sehen kann. Ich bin jetzt gerade hier in so einem kleinen Park drin. In Queens, mitten in Queens. Falls ihr die Straße suchen wollt, das ist Ditmars Boulevard, heißt die. Und ist eigentlich ganz cool hier. Ja, nur das Wetter ist halt im Moment noch nicht so prima. Was habe ich jetzt da hinten entdeckt? Es ist etwa ein Brunnen. Das will ich mir nochmal angucken. Momentchen. Nee, das ist so ein kleiner Teich hier mit so einem Wasserfall. Guck dir das mal an hier. Da. Ist ja auch cool. Also man entdeckt hier immer neue Sachen. Das ist echt funny. Naja, auf jeden Fall zeige ich euch heute so ein bisschen. Wir fahren nachher nochmal mit der U-Bahn nach Manhattan. Gehen jetzt erstmal hier ein bisschen durch unseren Stadtteil durch, weil wir natürlich auch wissen wollen, was hier bei uns so geht. Wir sind ja gestern erst angekommen, wie gesagt, und hatten noch keine Zeit, uns irgendwas anzugucken. Wir waren gestern einfach den ganzen Tag nur unterwegs und es war einfach mega stressig, deswegen kam gestern nichts hoch. Aber heute werde ich dann halt den ersten Vlog machen. Und ja, ich hole mir jetzt meine Jacke und dann sehen wir uns nachher wieder. Haut da rein, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt die Kapuze auf, weil es regnet. Wie ihr seht, sind wir hier in einem relativ belebten Viertel von Queens. An der großen Straße und ja, die heißt Ditmars Boulevard, falls ihr die mal suchen wollt. Auf jeden Fall, hier sind ziemlich viele Restaurants, ich zeige euch das einmal ganz kurz. Und ja, ist also relativ belebt hier und auch ziemlich cool. Jetzt gehen wir erstmal zur U-Bahn-Station und davon zeige ich euch mal einen schönen Blick auf Manhattan. Da sehen wir uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, wir sind auf dem Weg zur U-Bahn-Station, da will ich euch ja mal was zeigen und wir wollen uns das auch nochmal angucken, weil die Skyline von Manhattan echt ziemlich beeindruckend ist. Ja, jetzt gerade sind wir hier auch in einem relativ schönen Gebiet, aber ich muss einmal die Straße überqueren. Achtung! Nach links und nach rechts gucken. Okay, es kommt keiner, los geht's. Wir gehen drüber. Und ja, also Queens ist auch echt gar nicht schlecht und ja, keine Ahnung, also ist halt jetzt nicht direkt in Manhattan, aber ist trotzdem echt cool hier. Queens ist ja der größte Stadtteil von New York, glaube ich, und ja, wir sehen uns gleich einfach an der U-Bahn-Station. Jo Leute, wir sind jetzt oben an der U-Bahn-Station, beziehungsweise U-Bahn kann man das hier gar nicht nennen, weil wir sind hier einfach höher als die Häuserdächer und ja, ich dachte ja eigentlich, dass wir einen mega Blick auf Manhattan haben. Also auf die Skyline von Manhattan vor allem. Aber jetzt fährt gerade die U-Bahn hinter mir, das könnte jetzt ein bisschen lauter sein. Das Geile ist, beziehungsweise das Doofe, aber gleichzeitig auch Geile, heute ist es etwas neblig. Boah, Alter, hier vibriert gerade alles. Und es ist mega laut, ich weiß nicht, ob man mich hört. Auf jeden Fall ist die Skyline von Manhattan einfach im Nebel. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen, das ist scheiße. Wir gehen mal ganz schnell hier drunter, Leute. Oh Gott, 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 alles klar. So, die U-Bahn ist jetzt weg, das war gerade ziemlich laut. Die Skyline von Manhattan ist auf jeden Fall einfach im Nebel. Und ich zeige euch gleich einfach mehr von Manhattan, wenn wir da sind. Bis dahin, haut da rein und so Leute, da bin ich wieder. Wir sind jetzt noch nicht Richtung Manhattan, also noch nicht auf dem Weg nach Manhattan, sondern wir gehen jetzt erstmal Richtung Hudson River, der ist hier ganz in der Nähe. Und ja, falls ihr es noch nicht wusstet, der Hudson River ist ja so der Fluss, an dem New York so liegt. Und ja, wie gesagt, der ist hier ganz in der Nähe von uns, in unserem Stadtteil. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin und gucken, wie es da so aussieht.
Also der ist ein paar Blocks so weg. Mal gucken, wie lange das dauert, ob wir da hinkommen. Wenn ja, dann zeige ich euch das gleich bestimmt einfach mal. Auf jeden Fall sind wir jetzt so ein bisschen außerhalb von unserer Hauptstraße hier. Hier sind nicht mehr ganz so viele Restaurants und hier ist auch nicht mehr ganz so viel los. Ja, aber wir gehen einfach mal Richtung Hudson River und gucken, wie es da so aussieht. Und da, denke ich, sehen wir uns dann gleich einfach. So Leute, da sind wir auch. Wir sind jetzt angekommen am Hudson River. Hier ist so ein kleiner Park davor. Ist eigentlich ganz schön hier. Und im Hintergrund sieht man gerade eine Eisenbahnbrücke, die über den Fluss geht. Ich weiß nicht, ob man sie sieht. Wenn ja, die ist auch schon gigantisch in deutschen Maßstäben. Einfach richtig krass alles. Übertrieben groß. Da ist ein Schwimmbad, sehe ich gerade. So ein Freibad. Auch cool. Mitten im Park hier, mitten am Fluss. Oh, fuck. Da ist gerade ein dicker Tropfen Wasser auf meine Kamera gefallen. Oh, der Fluss ist ganz schön schnell. Ja, gucken wir uns einfach mal an. Ich denke, ich filme da gleich nochmal. Also es sind nur noch maximal 100 Meter, aber ich habe jetzt keine Lust, da so hinzugehen. Außerdem geht es hier bergab und ich muss die ganze Zeit bremsen, damit ich nicht zu sehr wackel. Naja, wir sehen uns gleich da. So, ich bin jetzt am Fluss und heute sieht man nicht besonders viel von der Skyline hier, weil die einfach im Nebel hängt, da hinten. Das habe ich euch ja eben auch schon an der U-Bahn-Station gezeigt. Auf jeden Fall ist der Fluss ziemlich schnell und im Hintergrund sieht man dann noch die Autobahnbrücke da oben und auf der anderen Seite hier ist die Zugbrücke. Das ist auf jeden Fall ziemlich gigantisch. Man sieht auch schon so die Ausmaße von den kleineren Gebäuden da hinten in Manhattan. Ich weiß nicht, ob ihr die jetzt seht, aber ich sehe sie auf jeden Fall. Und das sind halt nur wirklich die winzigen Gebäude in Manhattan. Die sind nur maximal 50, 60 Meter hoch. Und ja, der Fluss hängt einfach komplett im Nebel. Wenn wir jetzt einmal ganz kurz da hinten hingehen, auf die andere Seite des Flusses, da kann ich euch das einmal zeigen. Der kommt, also auf dieser Seite, wo ich jetzt hingehe, ist nicht das Meer. Das Meer ist da hinten. Hier ist einfach der komplette Fluss trotzdem im Nebel, wie ihr seht. Es geht ins Landesinnere da halt, es ist komplett eingenebelt. Da ist die Zugbrücke, das ist einfach mega gigantisch. Oh Gott, hier werden wir auf jeden Fall nochmal zurückkommen, wenn es nicht regnet und nicht neblig ist. Damit ihr euch dann einfach auch das Ganze nochmal halt zeigen kann, wenn es nicht neblig ist. Und ja, ich einfach auch mit dieser Skyline im Hintergrund filmen kann. Das ist, glaube ich, echt ziemlich cool. Ist auf jeden Fall echt hier ein schöner Ort tatsächlich am Hudson River. Mit so einem kleinen Park hier da und dem Freibad und so. Ziemlich cool. Gefällt mir auf jeden Fall gut. So, auf jeden Fall, das war das kleine Schallfilmchen. Ich habe das einfach jetzt mal ganz kurz dazwischen geschnitten. Wir gehen jetzt hier durch den Park wieder zurück zu unserem kleinen Häuschen, zu unserer Hotelwohnung und dann wir werden jetzt gleich noch mal kurz in den Supermarkt. Ich denke, da werde ich aber nichts filmen. Heute Nachmittag werden wir uns dann mit der U-Bahn aufmachen nach Manhattan. Vielleicht ist es da auch mal klarer, dass ich euch dann die Skyline von der U-Bahn aus zeigen kann. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Auf jeden Fall vorher, ja, gehen wir hier durch den Park wieder zurück. Und dann sehen wir uns einfach heute Nachmittag. Weil vorher werde ich, denke ich, nichts mehr filmen. Haut da rein. Jo Leute, da bin ich wieder. Wir wollten uns jetzt eigentlich auf den Weg nach Manhattan machen. Wir sind gerade wieder oben an der U-Bahn-Station. Und dann sind wir gerade in die falsche U-Bahn eingestiegen. Ich bin noch schnell wieder rausgesprungen, aber der Rest meiner Familie ist leider drin geblieben. Das heißt, ich warte jetzt hier wieder auf die, bis die gleich mit dem Zug wieder zurückkommen. Hoffe ich. Und ja, der Blick auf die Skyline ist im Moment etwas besser eventuell. Ich kann euch das einmal kurz zeigen, da hinten. Vielleicht sieht man etwas, ich weiß es nicht genau. Man sieht da so ein bisschen das Empire State Building und ja, keine Ahnung. Ihr werdet es gleich sehen, wir sind gleich da. Bis dahin würde ich sagen, haut da rein. Ich warte jetzt auf meine Eltern und ciao. Jo Leute und willkommen vom Times Square. Wir stehen hier auf der Brücke, wo auch Spider-Man gedreht wurde. Mitten auf dem Times Square und ja, das ist einfach mega beeindruckend hier. Ich kann einmal ganz kurz hier runtergehen. Das sieht echt so fresh aus hier. Ich weiß gar nicht, ob man mich richtig gut versteht, weil es hier einfach so laut ist, weil so viele Leute durcheinander reden. Aber auf jeden Fall mega cool hier mitten auf dem Times Square. Man sieht ja auch ziemlich viel mit der Kamera hier, weil die ja so ein Fischei hat. Das heißt, ihr werdet auch alle möglichen Werbeplakate hier sehen. Und ja, sieht einfach mega cool aus. Der Times Square ist einfach einer der coolsten Plätze hier in New York City und ja, einfach mega.
noch mehr hiervon zeigen. Ich würde sagen, erstmal bis gleich. So Leute, wir sind jetzt hier auf der 8th Avenue. Die ist irgendwie heute anscheinend so Markt. Es ist ja gerade sonntags für mich. Also heute ist hier anscheinend hier so ein kleiner Markt. Und also klein ist falsch, der ist riesig. Das hat ja einfach alles komplett andere Maßstäbe in New York und das ist einfach so mega krass. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier auf diesem Markt und ja, ihr seht vielleicht schon im Hintergrund, dass er einfach nur riesig ist. Und Moment, jetzt muss ich hier einmal kurz aufpassen. Hier ist jetzt noch so eine kleine Straße, wo ich drüber muss. So. Ja, auf jeden Fall hier in New York ist einfach alles 10-mal größer als bei uns. Und ich lebe ja jetzt noch nicht mal in der Großstadt zu Hause, sondern in Gelsenkirchen, was einfach kein Vergleich hierzu ist. Na, jetzt wird es gerade mal wieder voller. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich nochmal, wenn ich wieder irgendwo euch was zeige. Bis gleich. Jo Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause an unserem Hotel. Und das war es dann auch vom ersten Tag. Es ist jetzt gerade 8 Uhr oder so. Wir gehen gleich noch was essen. Aber ich muss euch ja nicht überall hin mitnehmen. Und ja, zum Vlog. Also heute am ersten Tag haben wir schon ziemlich viele Läden für den ersten Tag. Ja, keine Ahnung. Wir haben uns halt noch nicht alles so haargenau angeguckt. Und wir sind jetzt halt noch 2 Wochen hier, also 13 Tage jetzt noch. Und wir werden das schon alles uns noch genau angucken. Und ich werde euch überall hin mitnehmen. Schreibt mal bitte unter dieses Video ein paar Fragen, denn ich werde mich vielleicht morgen oder übermorgen einfach mal in den Park, in dem wir heute waren, an dem River, an dem Hudson River, hinsetzen und vielleicht mal ein paar Fragen beantworten. Also schreibt einfach mal welche unten rein. Ich habe Bock drauf, wenn ihr auch Bock drauf habt, schreibt es einfach unten rein mit ein paar Fragen. Ja, dann würde ich sagen, lasst doch mal ein Like da, damit ich sehe, dass ich auch mehr machen kann. Ich weiß, es war noch nicht der beste Vlog, aber ich werde mich natürlich auch weiterhin verbessern und dann auch mal vielleicht längere Szenen am Stück machen. Das ist, glaube ich, nicht noch so das Makel, was ich habe. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach morgen beim nächsten Vlog wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst also ein Like da. Dann würde ich sagen, haut rein, bis morgen und ciao.